Bau dir deine Träume. Ein Autohersteller verspricht hier quasi Wundersames. Und die Rede ist von BYD, das ist der Name Build Your Dreams, ein chinesischer Autobauer und zwar ein ziemlich großer, um genau zu sein. BYD hier in Deutschland vielleicht eher bekannt für seine Batterien, einer der größten Batteriehersteller in China und auch ein Zulieferer seit neuestem von Tesla mit der sogenannten Blade-Batterie, sehr flachbauende Akkuzellen, die hat auch der BYD Atto 3, um den es heute geht. Und damit herzlich willkommen hier bei Ubi Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Wir werden uns heute einmal den BYD Atto 3 genauer anschauen. Wir werden natürlich herausfinden, wollen, was für eine Batterie verbirgt sich hier, was für ein Antrieb, wie viel Platz bietet der BYD, was versteckt sich eigentlich genau hinter BYD und vor allem wollen wir herausfinden, was kostet der und ist er eine Empfehlung zum Kauf oder nicht. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, abonniert diesen Kanal, falls nicht schon getan und vor allem schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentarbox, damit wir am Ende des Videos diskutieren können und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit mir, dem Ubi und dem BYD Atto 3. Der Autohersteller BYD zählt zu den größeren Autoanbietern in China und liefert uns nach Europa jetzt drei Modelle. Den Atto 3, das Kompakt-SUV, das hier vor der Kamera steht. Den Han, eine durchaus luxuriöse Limousine, so ungefähr BMW 5er Klasse. Und dann haben wir noch den Tang, das ein mittelgroßes SUV, so ungefähr auf der Größe BMW X3, würde ich jetzt einfach mal ihn so ungefähr einstufen. Der Atto 3 hat so als Mitbewerber hier in Deutschland zum Beispiel den Kia e-Niro anzutreffen mit seinen 4,45 Meter Außenlänge, also durchaus kompakte Abmessungen und eines der vielleicht attraktivsten Modelle oder Segmente, die wir hier in Deutschland und in Europa auch derzeit haben. Beim Design kommt BYD quasi erfreulich unauffällig daher. Es ist ein sehr gefälliges Design, würde so aber auch bei durchaus jedem anderen europäischen Hersteller gut zu Gesicht stehen. Wir haben eine Front mit Voll-LED-Scheinwerfern und einem durchgängigen LED-Lichtband und wir haben dann an der Seitenlinie 18 Zoll Leichtmetallräder, die wir jetzt hier haben. Die sehen auch ganz hübsch aus, wie ich persönlich finde. Und wenn wir schon gleich an der Front sind, dann haben wir zum einen erst einmal den Schriftzug BYD Design. Wofür steht denn das Design? Das ist die Ausstattungslinie. Wir haben hier die höchste Ausstattungslinie von dreien insgesamt, die wir haben. Und hier vorne rechts verbirgt sich dann auch der Ladeanschluss. Der BYD Atto 3 hat eine 60,5 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie und die kann entweder dreiphasig mit 11 kW hier in der höchsten Ausstattungslinie geladen werden oder Schnelllader mit maximal 88 Kilowatt. Das ist natürlich für unsere Verhältnisse nicht sonderlich hoch, muss man einfach mal sagen. Aber was da dann am Ende wirklich im Alltag übrig bleibt an der Ladesäule, vor allem jetzt bei winterlichen Witterungsverhältnissen, werden wir sehen. Die Zellen übrigens, die Blade-Batterie ist eine sehr flachbauende Batterie. Die Zellen sind von Lithium-Eisenphosphat-Akkus, also sogenannte LFP-Zellen, die ja auch nicht bekannt dafür sind, für die besten Ladeeigenschaften bei Kälte. Dafür allerdings erwartet BYD deutlich höhere Lade- oder öftere Ladezyklen. Bis zu 5000 Ladezyklen gibt es BYD an, bis dann erst einmal der Akku wirklich wesentlich an Kapazität und verliert.
Schauen wir uns nochmal die Seitenlinie an. Wir sehen auch hier ein kleines Designelement hier in der C-Säule und auch große Glasflächen, die wir hier haben. 1,61 Meter ist das Fahrzeug dann hoch und am Heck dann eher schlichtes Design. Kein eigenes Logo, sondern lediglich der Schriftzug Build Your Dreams hier oben aufgeklebt. Ein durchgängiges LED-Lichtband sehen wir dann hier hinten am Heck und einen sehr cleanen Abschluss. Eine Anhängerkupplung gibt es für den BYD Atto 3 derzeit nicht. Lediglich eine angegebene Dachlast von 50 Kilogramm. Wie hier angegeben, die Heckklappe öffnet elektrisch und gibt dann den Weg frei in einen 440 Liter fassenden Kofferraum. Und hier sehen wir auch schon so einen kleinen, ja, Hint oder sage ich jetzt mal eine kleine Besonderheit. Hier gibt es normalerweise einen einlegbaren Ladeboden. Der wurde jetzt hier im Sixt Mietwagen entweder nicht eingebaut oder aber noch gar nicht ausgeliefert. Vielleicht gibt es die Teile noch nicht. Ich denke mal, das sollte dann bei den Kundenfahrzeugen dann im Endeffekt wird das auch kommen, denn wir sehen Stufe entstehen, das sehen wir dann auch gleich. Gucken wir doch einmal mal hier unten in diesen Laderaumboden. Zwei Kabel sind dabei, einmal das Ladekabel für die Ladesäule und einmal hier ist dann noch der Ladeziegel drin. Wie wir sehen, aber kein spezielles Fach für das Ladekabel. Hier unten dann auch der Tire-Fit-System und noch so kleine Ablagemöglichkeiten, die wir haben. Der Atto 3 steht übrigens auf einer eigenen neu entwickelten Elektroauto-Plattform und deswegen wundert es umso mehr, dass wir auch keinen Frunk haben, denn unter der Haube steckt nämlich der Elektroantrieb und der bietet 150 kW Leistung und 310 Newtonmeter maximales Drehmoment. Wie das sich anfühlt, sehen wir dann bei dem Fahrbericht. Jetzt gehen wir aber erstmal auf die Rücksitzbank. Der Zustieg erfolgt durch einen durchaus großen Türausschnitt, also gut zugänglich für Familien, wenn Kindersitze hier rein müssen oder aber auch die Kinder dann in den Kindersitz buxiert werden müssen. Hier hinten sitze ich mit meinen 1,78 hinter meinem imaginären Ich richtig gut. Ich habe genügend Kniefreiheit hier. Man sieht auch das typische eben, also der Vorteil dieser Blade-Batterie. Man sitzt nicht allzu mit angewinkelten Füßen hier auf dieser flach montierten Bank. Es sitzt sich allgemein hier richtig gut und angenehm. Ich habe auch genügend Kopffreiheit hier, trotzdem serienmäßig verbauten Glaspanoramadach, was wir hier haben. Überhaupt gefällt der Innenraum durchaus durch so eine gewisse Peppigkeit. Viele blaue Kunststoffe und blaues Kunstledermaterial mit rotem Ziernaht erfreut einfach mal so ein bisschen das Auge und ist auch qualitativ echt gut verarbeitet und macht auch einen richtig guten Eindruck, wie ich persönlich finde. In der Mittelkonsole haben wir nicht nur zwei Luftaustritte, die wir hier entsprechend regulieren können. Nein, wir haben auch zwei USB-Anschlüsse, ein USB-A und ein USB-C. Darunter ist auch nochmal ein kleines Ablagefach. Ablagefächer gibt es hier auch genügend im Sitz. Wir haben hier zwei Taschen, die so ein bisschen an den Volkswagen ID.3 erinnern. Dann haben wir hier noch eine große Tasche. Und wenn wir dann in die Türverkleidung schauen, da sehen wir dann so ein kleines verspieltes Detail, nämlich die Saiten, die an eine Gitarre erinnern sollen. Und es gibt sogar Leute, die können darauf sicherlich ein kleines Liedchen anstimmen. Die Verarbeitung ist auch allgemein sehr gut. Der Türöffner ist auch ein bisschen stylisch. Hier wird hier oben geöffnet und dann haben wir hier noch ein Lichtelement drinnen für die Ambientebeleuchtung in mehreren Farben. Und Isofix gibt es natürlich auch hier drinnen, ganz wichtig, sehr gut zugänglich. Die liegen offen hier in so einem Kanal. Da geht auch der Kindersitz wunderbar rein und raus. Das funktioniert einwandfrei. Für die Reise der Erwachsenen gibt es da noch eine Mittelarmlehne mit zwei Cupholdern. Doch ich persönlich sitze ja lieber vorne, also würde ich sagen, wir schauen gleich mal in Reihe 1. Vorne sitzt man auf Vollintegralsitzen, also integrierte Kopfstütze hier in die Lehne. Die sind schön ausgeformt, die Sitze, sehen auch attraktiv aus, wie ich persönlich finde, hier mit diesem Dreifarbmuster und sind elektrisch einstellbar. Lediglich der Beifahrersitz ist nicht in der Höhe verstellbar, bietet dafür aber eine zusätzliche Isofix-Möglichkeit, was ich sehr begrüße als Familienvater. Die Lenksäule ist in der Höhe und der Tiefe ausreichend weit einstellbar und nimmt auch gleich das Display mit. Und damit natürlich ist das Display immer in der gleichen Position zur Ablesbarkeit. Und die schauen wir uns natürlich jetzt auch genauer an.
Das kleine Display ist zum Leben erwacht und es ist wirklich ein sehr kleines Display, bietet aber alle möglichen wichtigen Informationen, die wir sehen können. Zum einen Rekuperationsstufe, Fahrmodi, Geschwindigkeit, Reichweite und den Tankfüllstand oder respektive den Akkufüllstand, genauso wie die Momentanverbrauchsanzeige. Die Mittelkonsole dann bietet das große Highlight, wortwörtlich groß, denn wir haben hier in der höchsten Ausstattungslinie Design ein 15,6 Zoll großes Display, das wir auf Knopfdruck auch entsprechend drehen können. Das ist natürlich ein großer Vorteil, denn gerade wenn man Medien konsumiert bei einer Ladepause oder ähnlichem, dann hat man hier den großen Bildschirm und dann entsprechende Möglichkeiten der Visualisierung zu nutzen. Oder aber eben, wenn man dann zum Beispiel navigiert, dann ist es tatsächlich so, während der Fahrt wird so ein Teil hier des Displays eben verdeckt durch die Hand unter anderem des Fahrers. Und dann ist es ein bisschen schöner, wenn man eben das Display hier hochkant drehen kann. Und was wir jetzt auch sehen, ist, wie schnell die Software hier arbeitet. Die arbeitet wirklich unheimlich flüssig. Und das sehen wir auch, wenn wir hier rauszoomen, reinzoomen, die Karte verschieben. Das ist alles sofort da. Woran liegt es? Ganz einfach. Erstens schneller Prozessor. Zweitens haben wir hier Android hinterlegt als Betriebssystem. Wir sehen auch hier oben schon das Ladesymbol. Das heißt also, wir können uns Ladesäulen hier in der Nähe hervorrufen. Wir sehen, welche Ladegeschwindigkeit angegeben ist, wo sich die Ladesäule befindet und auch, ob sie belegt ist oder nicht, wenn wir denn davon eine Information via online bekommen. Das System ist also ein komplettes Always-Online-System. Wir können dann auch hier eben die einzelnen Widgets direkt durchgehen oder aber wir haben hier noch die einzelnen Apps. Da gibt es dann aus dem App Store, können wir uns dann auch das ein oder andere hier noch hinzuladen. Was es aktuell noch nicht gibt, ist Android Auto oder Apple CarPlay. Das ist leider hier noch nicht umgesetzt, genauso wie hier noch nicht umgesetzt ist, dass wir die deutsche Sprache haben. Hier arbeitet das System immer noch auf englische Eingabeaufforderungen oder aber auch auf englische Sprachbefehle, wie zum Beispiel Hi BYD. Lüftungselemente können wir dann eben hier ein bisschen fummelig rumgreifen, weil wir kein eigenes Bedienkonzept oder Bediensystem hier haben für die Klimatisierung. Die ist auch ein großer Manko in meinen Augen. Wir haben zwar hier die Sitzheizung, die wir hier aktivieren können, oder aber eben die Klimasteuerung hier übernehmen. Aber die Belüftung hier im Innenraum ist ein großes Thema, denn die Scheiben jetzt gerade im Winter beschlagen allzu oft recht stark. Und da ist die Klimatisierung in meinen Augen nicht ganz optimal gelungen. Die Defrostung funktioniert nur, wenn man eben hier über die Mittelkonsole geht, witzigerweise. Und zwar eben hier mit der Defroster-Funktion der Windschutzscheibe. Wir sehen aber hier in der Mitte nicht nur diesen einen schubhebelartigen Wählhebel für das Eingang-Reduktionsgetriebe, sondern auch einen schönen kleinen Startknopf und auch noch Direktwahltasten, zum Beispiel eben für die Klimatisierung auf der rechten Seite und auf der linken Seite Fahrassistenzmöglichkeiten. Die Einstellung der Fahrmodi, drei Stück haben wir, Eco, Normal und Sport. Und dann haben wir die Rekuperationsstufe zwischen Normal und Stärker. Dann ein Induktionsladefeld haben wir hier vorne für das Smartphone, sehr cool. Das liegt hier wirklich richtig gut, liegt auch auf so einer gummierten Fläche und es lädt auch dann sehr zuverlässig. Das ist ja auch nicht in jedem Auto so der Fall. Die Mittelkonsole etwas höher, darunter liegt dann auch nochmal ein großes Ablagefach, wo man dann auch nochmal viel verstauen kann. Beim Blick über den Armaturenträger sehen wir zum einen auch etwas verspielte Linien, die wir hier haben. Und was hier auf dem Bild ausschaut wie harter Kunststoff, ist tatsächlich so eine neoprenartige Struktur, die hier drüber gezogen ist. Alles ist weich und fühlt sich sehr schön an. Also einwandfrei die Verarbeitung und die Materialqualität hätte man so auch sicherlich nicht erwartet. Der Fahrer blickt hier übrigens auf ein schönes Dreispeichenlenkrad. Auch hier blaues Kunstleder und rotes Stitching. Auf der linken Seite haben wir dann die Bedienung für die Fahrassistenzsystem, also für den Abstandsregeltempomaten und das teilautonome Fahren, was wir hier haben.
im eingeschränkten Bereich natürlich, sowie die Taste zum Drehen des Displays. Auf der rechten Seite dann die Audioinformationen und Bordcomputerinformationen, die wir dann hier entsprechend abrufen können. Aber auch hier gibt es noch so einen kleinen Bug, denn immer mal wieder funktioniert die Taste dann doch nicht und auch das Blättern hier zufällig verlässlich in dem Menü ist auch leider nicht immer optimal gelöst. Jetzt würde ich aber sagen, wir starten zur Probefahrt und schauen, wie der BYD sich auf der Straße schlägt. Also Startknopf gedrückt und los geht die Fahrt. Das erste, was auffällt, wenn man mit dem BYD Atto 3 unterwegs ist, das Auto fährt sich unheimlich komfortabel und ruhig. Also vom Antrieb ist nichts zu hören, also der Elektromotor arbeitet sehr, sehr schön leise. Okay, das Einzige, was man die ganze Zeit hört, ist dann eben die Verkehrszeichenanzeige, die leider relativ schwach reagiert, denn wir haben hier bereits 100 freigegeben und hier stehen leider noch 50, deswegen es tut mir leid, wenn ihr jetzt hier die Verkehrszeichenwarnung seht. Hier sehen wir 100, das Navi ist besser als eben die Kamera anscheinend, die ihr Verkehrszeichen übernimmt, aber gut. Kommen wir jetzt aber nochmal zum Fahren und eben hier sei erwähnt, sehr niedriges Innengeräuschniveau. Wir haben also wirklich gute Dämmung von außen. Jetzt lediglich, wenn es nass ist, dann hört man so ein bisschen eben die Gischt der Reifen. Der Motor spricht auch sauber an. Wir haben eine permanent erregte Synchronmaschine, die die Vorderachse antreibt. 150 kW ist die Maximalleistung, die abgerufen werden kann und 310 Newtonmeter Drehmoment. Damit wird der gut 1,7 Tonnen schwere Atto 3 in 7,3 Sekunden aus dem Stand auf Tempo 100 beschleunigt. Und auf der Autobahn könnt ihr maximal 160 Stundenkilometer schnell unterwegs sein. Das reicht aber auch durchaus, denn diese 60,5 Kilowattstunden fassende Antriebsbatterie, die leert sich dann auf der Autobahn natürlich etwas rasanter. Die Lenkung sehr leichtgängig, aber vermittelt jetzt kaum Straßenkontakt. Das ist ein bisschen schade. Könnte hier meiner Meinung nach noch mal eine kleine Nachschärfung vertragen. Dennoch, das Überzeugende wirklich hier am Atto 3 ist eben dieses sehr komfortable Fahrwerk, das selbst auch auf schlechtem Untergrund sauber anfedert und nur wenig eben den Insassen weiterreicht an gröberen Unebenheiten. Wir haben auch natürlich Assistenzsysteme hier noch an Bord, eben die Möglichkeit hier den Drive Pilot hier quasi zu aktivieren. Und wenn wir den dann einmal aktivieren, wird auch die Spur aktiv gehalten. Das funktioniert sehr gut, wie ich persönlich finde. Es ist eher so, dass das Fahrzeug eben eher in der Mitte gehalten wird vom Piloten und das kann man dann so auch auf der Autobahn gut umsetzen, denn wir haben Blindspot Detection, wir haben Rückfahrwarnung, wir haben eine 360-Grad-Kamera beim Einparken und eben die Möglichkeit, hier dieses teilpilotierte oder teilautonome Fahren umzusetzen. Ich lasse jetzt hier noch einmal ein bisschen die Sitzheizung laufen und lasse mich jetzt noch mal pilotieren zum Fazit mit dem BYD Atto 3. Einen Punkt hatte ich tatsächlich noch vergessen und das ist das Thema Rekuperation und Fahrmodi. Fahrmodi, wie gesagt, können wir über den Schalter hier in der Mittelkonsole ändern und da können wir dann eben zwischen Eco, Sport und Normal wählen. Ich muss aber auch sagen, hier merkt man kaum einen wesentlichen Unterschied in diesen Fahrmodi. Das heißt, die sind nicht sonderlich herausgearbeitet. Ebenso einen kaum vorhandenen Unterschied gibt es bei den Rekuperationsstufen. Wir können zwischen Standard und Hoch wechseln. Bei Hoch wird etwas mehr rekuperiert und bei Standard quasi kaum. Ein One-Pedal-Drive gibt es beim Atto 3 nicht. Mit einem schönen
melodischen oder Melodie, sage ich jetzt einfach mal, endet dann sozusagen die Fahrt. Und die Fahrt war echt gut. Hätte man so meiner Meinung nach gar nicht erwartet, wie gut der BYD Atto 3 funktioniert. Und das trotz winterlicher Verhältnisse. Ja, der Antrieb funktioniert einwandfrei. Ja, okay, der größte Manko ist wirklich das Thema Schnellladen. Aber wenn man das nicht unbedingt braucht, sondern weil man zu Hause beispielsweise den Wagen jeden Abend anstecken kann, dann ist es doch einwandfrei, funktioniert super. Die Blade-Batterie soll ja wirklich auch eine hohe Zuverlässigkeit bieten und vor allem auch kalkulierbar sein, dass sie sehr, sehr lange hält, bis dann ein Degradationsprozess eingreift. Den BYD Atto 3 bekommen wir in Deutschland in drei Varianten, Active, Komfort und Design. Wie schon erwähnt, wir fahren die höchste Ausstattungslinie, starten tut er bei knapp über 42.000 Euro und unser voll ausgestatteter Design-Testwagen hier, der liegt bei knapp über 47.000 Euro. Da sehen wir auch schon, der Schritt bis zur Vollausstattung ist relativ gering. Dafür bekommen wir zum Beispiel das große Display und eben dreiphasiges Laden, was ja hier auch sehr wichtig ist. Mir persönlich hat er richtig gut gefallen. Der Verbrauch jetzt in der winterlichen Zeit bei 22 bis 23 Kilowattstunden im Alltag, das ist meiner Meinung nach auch ein sehr guter Wert, wenn man das mal vergleicht mit anderen Fahrzeugen in dieser Klasse, zum Beispiel etwa einem Renault Megane E-Tech. Der liegt auch irgendwo so bei 22 Kilowattstunden bei diesen Witterungsverhältnissen. Mir hat er echt gut gefallen. Jetzt bin ich gespannt auf eure Meinung, ehrlich gesagt. Schreibt sie mir unten in die Kommentarbox, wie gefällt euch der BYD Atto 3? Würdet ihr ihn euch vielleicht sogar kaufen? Das ist die interessante Frage. Und ich bedanke mich fürs Reinklicken, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss und Servus, euer Ubi.